What? Also das ist ein Schurke, oder? Rennt der Schurke gerade mit einem Einhandschwert und einem Hammer rum? Das ist ja nice. Ja, er lebt noch. Ja, Lennart, schön, dass du dann noch da bist oder wieder da bist, wie auch immer. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja, zumindest auch Bergwendor drin. Kannst du mal hingehen. Ach, wirklich noch einen extra richtigen Taschenladen, ne? Grüße. Die Altstadt, wo gehe ich denn am besten hin? Magierviertel? Apropos Magierviertel, da ist ja auch Alchemie und Kräuterkunde und so. Ich kann ja im schlimmsten Fall zumindest mal meine Fiolen auffüllen. Also der andere, von dem ich spreche, steht in der Altstadt beim Eingang rechts rum und relativ direkt. Echt, ja, dann gehe ich da nochmal hin. Dann doch nochmal in die andere Richtung. Die Kanäle. Sieht ein bisschen aus, als wäre da ein Portal, ne? Wie die... Ach, guck mal. Wir müssen ja gar nicht hinfliegen. Ich wollte schon nach... Aber wir können aber nach Ironforge fahren mit der U-Bahn. So, rechts. Schützender Balk. Das wird auch ein Rüstungshändler sein, ne? Seid gegrüßt. Ah, Lederverarbeitungsgeselle. Was kann ich euch tun? Kann ich euch helfen? Experte. Bedarf. Taschenverkäuferin, Tatsache. Braucht ihr etwas? Ja, das ist alles teuer. 6 Plätze. Ich brauche Platz. Ich verkaufe die gerade, um Gottes Willen. Lass mich das bloß zurückkaufen. Was mache ich denn für einen Quatsch? So, anlegen. So, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Das passiert mir jetzt schon zum zweiten Mal, dass ich Sachen kaufe und sie auch so wieder verkaufe. Aber alles gut. So, dann fahren wir mal wieder U-Bahn. Lange nicht gemacht. Ich hätte auch wieder eine Stadtwache fragen können, wo ein Taschenhändler ist. Warum vergesse ich das immer? Hallo? Ich glaube, das hat eine Wache nicht drauf. Braucht ihr Hilfe? Ehre dem König, Freund. Briefkasten, Tatsache. Nee, nee, Moment, ein Lehrer. Bank. Mann, komm, lass mich nicht hängen. Scheiße, das weiß er wirklich nicht. Händler, Händler, nee. Kack. Das Licht segne euch. Nee, ich nicht. Ich kann mich selber segnen, ich bin Priester. Haben wir denn hier eigentlich noch zu finden? Hier ist nichts los. Dann nicht. Ja, du hast recht, Triox. Das hat eine Wache nicht. Oh. Beschämend. Sehr beschämend. Zu Zwergendistrikt. Irgendwo würde die Bahn sein. Dem bin ich mir sicher. Guck mal, hier steht jemand rum. Wenn man es als nötig empfindet, den Hardcore zu schmieden, wird man das Spiel drauf haben, nehme ich an. So,
Die werden gleich losfahren. Deswegen, ja genau, ich sehe mich schon gerade springen und dann fährt das Ding los und ich lande im Gleisbett tot. Das brauche ich. So brauche ich das. Nipsi, lange nicht gesehen. Beziehungsweise wie noch gar nicht. Mit anderem Char habe ich dich mal gesehen. Tja. Wie weit kann ich hier eigentlich langrennen? Könnte ich hier... Könnte ich den Weg bis nach Ironforge hier laufen? Das wäre auch verrückt. Hardcore für Leute, die es können. Hardcore für Leute, die es können, halt nur ein bisschen Glück. Oh. Okay. Entschuldigung. Ich kann es nicht. Also kann ich ja wirklich nicht. Ja, kann man, aber das wird, glaube ich, lange dauern, deswegen verzichte ich mal drauf. So, da ist mein Zug. It's right. Oder so. Warum haben diese Waggons eigentlich keine Geländer? Ich hab die ganze Zeit Angst, wenn ich hier fahre, muss ich mal blöd sagen. Dass irgendwas Dummes passiert. Vor allem gab es ja gerade noch einen anderen Ausstieg. Weil du irgendwann Pech haben kannst. Bist du unaufmerksam, hast ein Elite in dem Gebiet boomt, geaddet und der ballert dich dann weg. Ja, natürlich, aber das kann doch auch. Also es sind doch heute genug gestorben, oder? Wir haben genug Leichen gesehen, das werden bestimmt nicht alles Blindspieler gewesen sein. Sag mal, wie viele Bahnhöfe gibt es hier denn und warum hält der Zug da nicht? Das wundert mich viel eher. So. Zu Hause. Oder du hast einfach in der Instanz ein Disconnect. Ja, ich glaube, Whoop hatte mal... Oh, guck mal, Quest. Whoop hatte gesagt, er ist durch ein Disconnect mal gestorben. Welch Freude, euch zu sehen. Monty ist mein Name und Ratten sind mein Beruf. Eine Tiefenbahnrattenrat, ja. Man sieht sich. Haltet ein, Taugenichts. Arr. Sucht die Arbeit. Wir haben ein echtes Rattenproblem und nicht genügend Leute auf dem Hüttendeck. Was soll sein Hüttendeck? Was sagt ihr? Ihr müsst nur diese Rattenfängerflöte nehmen und dem Ungeziefer ein Liedchen vorspielen. Die folgen euch dann bis zum Ende der Welt. Fangt mir 5 von den kleinen Mistviechern und bringt sie mir. Ich brauche sie lebendig, arr. Herr Westziele, fangt mit Hilfe der Rattenfängerflöte 5 Untergrundratten in der Tiefenbahn. Führt die Ratten zu Monty und vergesst nicht, die Flöte zurückzugeben, wenn ihr fertig seid. Ja, die kriegen wir schon hin. Dann gibt es Rattenkebab. So, hier haben wir die Flöte. Aber wo haben wir die Ratten? Da. Ich muss sie anvisieren oder was? Ja. Macht er diese Schaffnerbewegung. Gibt halt auch Leute, die Classic gar nicht kennen und aus Retail einloggen und irgendwann ab 10 aufwärts auf die Fresse kriegen und sterben, weil sie sich unter ihm erschätzen. Oh. Ja, da, so rum habe ich das noch gar nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand, der in Retail erst eingestiegen ist, nochmal Classic anfängt. Also, natürlich wird es einige geben. Aber, ja, wenn... Vergiss, was ich gesagt habe. Es wird einige geben und fertig. Also, wo ist Ratte 5? Wenn das so einfach mal alles mit dem Jäger gewesen wäre, was Zähmen angeht. So, Monsieur Monty. Rattenvernichtungsspezialist. Kann ich euch helfen? Poseidon und Raider, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für den Raid. Schön, dass ihr da seid. Gab's ein WR bei euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut.
und es flogen keine Headsets. Halt auf so ein, ach komm, guck sie mal an, wie schwer kann das schon sein? Mit Hardcore, ah, verstehe, ja gut. Hey, du wieder fresh am Start. Ja, soll ja vorkommen. Wer? Was ist das? Ein Weltrekord. Kennst du doch, oder nicht? Muss ich... Also, wenn jemand Weltrekorde kennt, dann doch. Stimmt. Du. Hinfort, hinfort! Arr, Dreckschrubber, was dauert das so lange? Hier ist deine Flöte, Penner. Sie sind ausgezeichnet, Kumpel. Mein Bruder braucht sie quietschlebendig und zappelig, sonst verderben sie. Ihr wollt doch wohl keinen verdorbenen Rattenkäfer probieren, was? Man sieht sich! In den Kasten, meine Süßen. Braucht ihr Hilfe? Mein Bruder Nipsi. Mein Bruder Nipsi hat ein Rattengeschäft. Auf der anderen Seite. Ich bin doch gerade hierher gefahren. Auf der anderen Seite der Tiefenbahn. Ihr müsst die Kiste mit Ratten hier zu ihm bringen, bevor sie schlecht werden. Zackig. Ihr seid doch wohl schon mal mit einer Bahn gefahren, oder? Ja, gerade eben erst. Und ganz einfach. Steigt einfach rein. Wenn sie kommt und genießt die Fahrt und haltet eure Arme und Beine während der Fahrt drin, wenn ihr keine Holzgräten haben wollt. Questziele bringt den Karton mit eigenartigem Fleisch zu Nipsi im tiefen Bahndepot von Stormwind für 5 Silber und 10 Untergrund. Rattenkebabspieße. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Aber ich bin schon pennen. Gute Nacht, viel Spaß. So sei dann, vielen Dank für den Raid. Gute Nacht. Erhol dich gut von den Schrapazen des Streams und bis zum nächsten Mal. Das wirst du noch ganz oft erleben. Lauf zu Punkt A, dann zu Punkt B und dann wieder zurück zu A. Ja, das hatten wir heute auch schon ein paar Mal. Gerade spätestens als es um den Gutschein für das Red Shirt ging. Löscht sich deine Erinnerung auch jedes Mal, wenn du stirbst? Weil ich den Text gerade wieder vorgelesen habe. Meinst du, hallo Phoenix, Leute, übrigens? Schön, dass du mit rüber geradet bist. Nein, aber wir finden uns ja in die Rolle dieses Zwerges ein und der kennt das mit dem Rattenkebab ja nicht. Diese Quest habe ich schon 5-mal Minimum bei dir gehört. Das kann nicht sein, weil ich sie erst einmal gemacht habe. Somit Lüge. Lüge. Lügner. Vielleicht guckst du ja noch bei ganz vielen anderen Blind-Spielern zu. Lügner, ganz genau, Gottfried. Lügner. Definitiv nicht. Also ich hab's erst einmal gemacht. Maximal 2-mal, da bin ich mir gerade nicht sicher. Und dann in dem Sinne maximal jetzt zum 3. Mal. Aber nicht 5-mal. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war jetzt das 2. Mal. Ich kann mich beim besten Willen. Ich glaube, ich hatte den Rattenkebab erst einmal. Da sind wir ja schon bei 5. Hi, wie geht's? Es ist mir eine Ehre. Nipschi! Ihr findet keinen besseren Rattenkebab diesseits von Kasmodan. Hinfort, hinfort! Nipsi steckt seinen Zeigefinger in eins der Luftlöcher des Kartons. Quietschlebendig und zappelig, genau zur richtigen Zeit. Bitteschön. Armer Monty. Seit dem Gnomerigan Vorfall ist er ein anderer Mensch. Er ist gar kein Mensch. Der Junge hat in seinem ganzen Leben noch keinen mehr gesehen. Ganz zu schweigen von irgendwelchen Piraten. Ja. Zumindest sorgt er dafür, dass es immer Nachschub an quirligen Viechern gibt. Ihr bekommt 5 Silber und Untergrund Rattenkebab. Wenn es dafür so viel Geld gibt, müsste er ja relativ beliebt sein, ne? Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt wieder zurück. Also vor allem vor dem Zwerg haben wir Nachtelf gespielt. Der hing ja hauptsächlich in Teldrassil und Dunkelküste rum. Das war ja auch einige Zeit und ja, da kann sich das Gedächtnis schon mal resetten. Das kann schon mal passieren. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Mit der Tiefenbahn. Gott sei Dank habe ich den Greifen nicht genommen, sonst wäre ich nicht darauf auf diese Quest nochmal gekommen. Ne? Immerhin
90 Erfahrungen gab es dafür nochmal. Und wer weiß, was ich zuletzt. Die waren Rattenrazzi, hat sogar 900 gegeben. Wahnsinn. Das war ja ordentlich was. Dann sind wir schon wieder fast Level 13. Dann machen wir das noch voll. Dann machen wir das auf jeden Fall noch voll. Das ist aber auch eine lange Fahrt. Vor allem, das ist ja hier quasi, also ein anderer Map-Abschnitt. Ne? Ich wundere mich, dass diese Fahrt so lang ist. Oder ist das ein... Nee, das kann ja kein Ladebildschirm ersetzen, weil ich sowieso gleich wieder in den Ladescreen komme, wenn ich hier die Bahn verlasse. Ich hätte mal auf der anderen Seite aussteigen sollen, oder? Ja. Und dann sind wir back to Ironforge. Vor allem Phoenix, wir kommen ja auch gerade aus Elven, ne? Die Quest habe ich auch alle nochmal vorgelesen. Alles nochmal neu. So, wir kriegen jetzt endlich hier Quests. Noam. Na, wie ist man denn auf den Namen gekommen? Seid ihr aber groß. Sucht Bingels. Wir haben den Kontakt mit Bingels verloren. Er wurde zu einer Aufklärungsmission über Gnomeriganer geschickt. Ja, na klar. Und hat sich seither nicht mehr... Hat sich seit mehr als einer Woche nicht mehr gemeldet. Ich weiß, er hat selbst... Ich weiß, er hat sich selbst in die Luft gejagt. Ja, wieso soll ich jetzt nach ihm suchen? Zuletzt sah man ihn über den Loch fliegen. Zuletzt sah man ihn über den Loch fliegen? Okay, Loch Modan oder was? Vielleicht könnte dieses untersuchen, Schwanktus. Welches Loch? Sucht Bingels Blastenheimer am Loch Modan. Tatsächlich Loch Modan. Wahnsinn. Offizier Porterhaus, Belobungsoffizier von Numerigan. Ja, dann mache ich das wohl nicht. Oh, ein Telefon. Ich habe den Verdacht, dass du mehr Questtext vorliest, als du aktiv zum Leveln kommst. Ah ja, genau, absolut. Absolut. Was ist eigentlich mit... Was ist eigentlich Level PB? Was heißt PB? Achso, Personal Best. 18? 18 oder 16? Gucke kurz, pass auf. Ja, 18 mit Gurki. Dem Jäger. Die haben wir ja alle noch. Rip Gurki, oh ja. Dies war traurig. Und vor allem einfach nur Dummheit. Pure Dummheit. Der wäre sehr einfach zu retten gewesen. Einfach vergessen, dass ich Wildtier verscheuchen habe. Beziehungsweise ich vergesse hier auch ständig die richtigen Abilities zum richtigen Zeitpunkt zu nutzen. Einfach zu wenig Experience in MMORPGs. Das ist hier wie für mich eine neue Sprache lernen. Ich bin mir gerade nicht so sicher mal wieder, wo der Ausgang ist, aber das könnte, ja, das könnte er sein. Gut. Okay. Dann sind wir wieder in den kalten Welten. Kein Grün mehr, kein Elven. Es ist schön gewesen für die kurze Zeit. Aber Hauptsache kein Westfall. Du Moroch. Was ist denn hier los? Ist das hier die Alternative zum Dunkelmond? Jahrmarkt oder was? Was kann ich für euch tun? Mir sagen, was hier los ist. Hallo? Wagner Hammerstrike. Schön, euch zu sehen. Alle sagen sie mir nichts. Gut. Dann machen wir mal einfache Mission, habe ich gehört. Das wollen wir auf jeden Fall loswerden. Mein Tagebuch, blablabla. Sie haben uns zu einer Höhle gebracht. Steht hier noch drauf, wo der ist? Nee. Harvest Festival, glaube ich.
Können die was ernten bei der Kälte? Ihr hattet ja mit den Trollen Erfolg. Vielleicht mein Tagebuch, bla bla. Ja, aber welche Höhle denn? Oder ist das jetzt die Höhle bei den Wendigos da? Dann mache ich vielleicht. Ja, muss ja. Das ist die Wendigo-Höhle. Müsstest du im Kalender auch nachlesen können. Was für ein Kalender? Ach so, das wegen dem Harvest Festival. Sorry. Vorbereitung für das erste Erntedankfest. Ich verstehe. Also, wir können hier jetzt. Wow, hier gibt es auch ein Silberblatt und Friedensblume. Ich hatte auf mehr gehofft. So, die Höhle der Frostmane war auch in Brunei, ne? Gehe ich da jetzt wieder zurück? Höhle der Frostmane. Rückstand, Schwanktus, habe gerade herausgefunden, wo sich die Trolle verschanzt haben. Ja, ja, nimmt die Straße nach Norden raus, Kranos, sobald er die Brücke ausgenommen hat. Ja, ja, das ist Brunei, okay. Jetzt Brunei. Die Schweine sind wieder passiv, da bin ich sehr erfreut drüber. Gucken wir erstmal was raus. Aber ja, Harvest Festival. Also habt ihr beide recht, Silverpew und Driox, vielen lieben Dank. So, hier muss ich nicht lang latschen, das war irgendwie so gefühlt unmöglich. Obwohl, ich bin Level 12. Wer sagt denn, dass das jetzt nicht mehr möglich ist? Schauen wir mal hin, ob wir den normalen Weg nach Luna gehen können. Boah, mit einem Stock einen Hasen totstechen ist bestimmt auch sehr angenehm für das Tier. Guck mal, wir sind sogar mit Zauberstab wieder hier. Das muss ja jetzt sehr leichtes Spiel sein, was wir hier haben. Ich sehe mich schon tot im Dreck. Und dann habe ich sogar als Zwerg schon wieder viel zu viel Zeit in Elven verbracht. Silberblatt, ja. Wie viele haben wir davon eigentlich? 20? Ja, ich bin schon über dem Decklimit. Naja, gut. Level 8. Aber wieso entdecke ich das hier nicht? Ist das irgendwas da auf der Bergspitze oder wie? Muss ja. Flowsee. Lange nicht mehr hier gewesen. Aber hier gibt es auch nur Silberblatt. War hier eigentlich irgendwas Wichtiges? Also, offensichtlich. Schema-Schneeleopard? Ja, hier, guck mal, da ist eine Brücke. Ja. Das war hier Äpfel. Kannst auch selber fressen. Ja gut, die konservieren sich natürlich gut bei der Kälte, ne? Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Wahrscheinlich zum Elite-Gegner, der mich sofort auffrisst. Der hoffentlich auch eine höhere Sichtweite hat, als ich. Ja, Schimmergrad. Ich soll hier hin, oder? Dann töten wir mal Frostmane. Oh, Fernkämpfer, ja, na klar. Leveln wir mal den Zauberstab ein bisschen weiter, ne? Guck mal, wie der verbrennt. Haben die eigentlich Anfälligkeiten? Sieht fast so aus. Du dachtest, du könntest mir entkommen. Dem ist nicht so. Leinstoff und Kupfer. Besten Dank. Du willst also in den Nahkampf treten? Na gut. Ein Zwergenschädel hält natürlich auch eine Trollaxt aus. Jetzt geht diese Scheiße mit dem Weglaufen los. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ich habe das Gefühl, die Action geht erst da drüben los. Hier ist es noch relativ ruhig.
Schimmerkrautkorb. Ach, hier kriege ich das her, ne? Das ist ja perfekt. Aber den gar nicht, hätte ich da oben nicht gesehen. Die sind natürlich jetzt wieder zusammen unterwegs. Ich das haben muss. Ja, komm mal. Oh, nee. Ja, genau, das habe ich befürchtet. Versuchen wir das? Nee, 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 nee. So, da denke ich sogar an Verblassen. Pass mal auf. Deswegen mache ich diesen ganzen Schund nämlich nicht. Weil die gleich alle auf einmal kommen. Ist das hier nun ein anderer Zuweg? Sag mal, was ist denn da auf der anderen Seite? Nee, ich sehe da auch irgendwelche Konstruktionen. Wahrscheinlich der Oberboss. Rüstung um 219 verringert? Kann weder Verstohlenheit noch Unsichtbarkeit. Was ist denn mit den Viechern hier los? Die komplett bescheuert. Dass mich hier noch nichts umlegt, wundert mich ja. Ah ja, hier, guck mal, da sind noch mehr. Und du bist alleine. Das ist das, was mich interessiert am Ende des Tages. Da habe ich ja rechtzeitig noch mein Schild aktiviert. Keine Zeugen. Schimmerkraut. Wenn ich die so finden kann, dann brauche ich ja die Körbe nicht. Aber da ist auch ein Korb. Ja. Sneaky heute. Ah. Hat gut geklappt. Ich wollte gerade was vom Stealth-Dwarf erzählen, aber lieber nicht. Bleib doch nicht so stehen da. Ach komm, nee. Ich muss das Risiko nicht eingehen. Latschen hier unten noch welche rum? So ein paar einzelne Speer. Nee, aber Bären. Die sind halt so nah am Feuer. Was macht er denn? Den jagt doch auch mal meinen Kopf, Kollege. Warum muss denn der zweite da mitkommen? Nee, 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 nee. Ja, genau. Ach, sein Mana verbraucht sich auch relativ schnell. Das ist gut. Ich kann es ja so easy mit zwei aufnehmen. Das ist die Information, die ich haben will. Abgenutzte Lederhose. Perfekt. Immer noch besser als eine Straßenjungenhose. Kann ich eh nicht benutzen. Verstehe. Was macht der Kebab eigentlich? Nur essen, ne? Dann kann ich den ja theoretisch auch verkaufen. Apropos, dann kann ich mir den hier nochmal reinzwiebeln, damit ich satt werde. Für einen Buff. Apropos Buff, mein anderer Buff ist auch abgelaufen. Guck mal, worauf ich alles achte. Dann können wir noch mal ein bisschen rumalchemisieren. Mir fehlt nämlich noch Stärke und Rüstung. Ja, ja, der Buff. Buff Reminder Hust. Ja, du hast auch nicht dran gedacht. So, und jetzt saufen wir uns ja noch mal stark.
Da wird das Ding schon richtig lang hier. So, jetzt kann ich aber nochmal an die anderen Körbe ran, ne? Darum geht es ja. Schimmerkraut.